Hallo, meine lieben Fans. Also, wir brauchen einmal Toastbrot. Dann brauchen wir Salami oder auch Kartenrauch. Ihr könnt natürlich auch andere Zutaten benutzen, wie Thunfisch etc. Die Zutaten könnt ihr selber auswählen. Dann Käse, ganz wichtig. Ich nehme Hamburger Soße. Ich nehme geschmelzten, also geriebenen Käse. Gewürze nehme ich Pfeffer, Oregano, Eiweiß, Eier, Schaschlikgewürz, Zwiebeln, Knoblauch, Toastbrot hier drauf. Ja, und gleich geht's weiter. So, dann geht's weiter hier. Dann habe ich einmal hier drauf Käse, Salami, Zwiebeln, Knoblauch. Das Ganze dreimal. So, dann geht's weiter mit Hamburger Soße, dann Eiweiß, Pfeffer. Ne, überall so drauf, Pfeffer. Zack, zack, Moment, weiter geht's gleich. Dann tut ihr noch ein bisschen Schaschliksoße drauf, überall. Jawohl. Und gleich die Krönung. Dann macht ihr das Toastbrot überall wieder drauf. Dann macht ihr da drin hier so eine Kuhle mit einem Löffel. No. Dann macht ihr natürlich in der Kuhle das Ei da rein. Ja. Überall schön das Ei reintun. Den Ofen vorheizen auf 180 Grad. Unterhitze, Oberhitze, und dann so bei 5 bis 6 Minuten, je nachdem, was ihr für einen Ofen da habt, müsst ihr immer so ab und zu schauen. Es sollte aber obendrauf schön knusprig aussehen. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß, guten Hunger und viel Spaß beim Nachmachen.